Hey Leute, heute geht es um Bungee Cord. Für eine lange Zeit hatten die Minecraft-Serverbesitzer einen Traum. Einen Traum von einer freien, einfachen und zuverlässigen Möglichkeit, mehrere Server miteinander zu verbinden. Bungee Cord ist die Antwort auf diesen Traum. Gibt zwar schon ein bisschen länger, aber trotzdem kommt hier jetzt endlich das lang ersehnte Bungee Cord Tutorial. Auf dem ersten Blick sieht es ziemlich komplex aus und dann wird auch noch im schriftlichen Tutorial nichts eindeutig geklärt. All diese Fremdwörter wie Proxy, Debian, Ubuntu. Was soll ein User damit nur anfangen? Er möchte doch nur, dass es funktioniert. Zuerst musst du aber checken, wie es funktioniert. Nur so, ganz, ganz grob. Weil wenn du nicht weißt, wofür das alles ist und was da eigentlich alles genau passiert, dann wirst du für den Rest deines Lebens Probleme haben. Und Wissenheit stützt vor Strafe nicht, also passt auf, denn ich erkläre es nur einmal. Bungee Cord ist wie eine Zentrale für den Server. Bungee Cord ist eine Jar, wie zum Beispiel auch die Craft Bucket Jar. Allerdings ist Bungee Cord alleine kein Server. Wir installieren es genauso wie Bucket, Jar rein und den Startknopf drücken. Es gibt keine Welten, um drauf zu joinen, wie gesagt, Bungee Cord ist alleine schon mal kein Server. Was macht Bungee Cord denn jetzt eigentlich? Es verbindet zum Beispiel deinen Server mit dem Server von deinem Freund. Dazu muss dann in der Config von Bungee Cord lediglich die IP von deinem Server angegeben werden. Und fertig. Mehr ist das nicht, Leute. Mehr ist das wirklich nicht. Aber ich kann euch wirklich gut verstehen, aber ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich alles herunterkristallisiere, sogar das Plugin, was von euch am komplexesten aufgefasst wurde, weil es dafür einfach keine brauchbaren Videotutorials gab. In Deutsch versteht sich natürlich auch. Okay, so viel zum Vorwort. Ich versuche jede Serverart mit in dieses Video einzubinden, das heißt, auch wenn ihr einen Game-Server bei Nitrado oder einen Root-Server bei einem anderen Host habt, könnt ihr trotzdem diese Server zusammen mit Bungee Cord und natürlich dann mit einem weiteren Server verbinden. Es läuft immer auf dieselbe Art und Weise. In der Bungee Cord Config muss die IP des Servers angegeben werden. Fertig. Nur bei der Installation bzw. bei euren Anwendungszweck gibt es vielleicht verschiedene Art und Weisen, wie man das alles klären könnte. User mit Home-Servern haben es am einfachsten. Dazu muss ich nichts weiter sagen. User mit einem Game-Server haben ein kleines Problemchen. Bungee Cord und Bucket können nicht zusammen auf einem Port laufen. Das heißt, auf eurem gemieteten Game-Server könnt ihr entweder nur Bucket oder Bungee Cord laufen lassen. Bei der zweiten Option könnt ihr so gesehen den Game-Server vergessen, da man ihn ja für Bungee Cord nutzt und wir vorhin schon mal geklärt haben, dass Bungee Cord alleine kein Server ist. Für Game-Server würde es dann erst ab 3 Servern sinnvoll werden, denn ein Game-Server wäre dann der von Bungee Cord, der andere von Spieler A und der dritte Server von Spieler B. Ja, dann haben wir also 2 Server mit jeweils unterschiedlichen Plugin-Systemen, wenn ihr das so wollt, unterschiedlichen Welten. Und der dritte, das ist der Proxy-Server, darauf läuft Bungee Cord. Ich glaube, jetzt habt ihr es alle verstanden. Weitere Probleme bei Game-Servern könnte es geben, dass euch nicht alle nötigen Rechte beiliegen, damit ihr beispielsweise das Bungee Cord-Vorhaben durchsetzen könnt. Da müsst ihr euch dann eventuell mit eurem Host in Verbindung setzen, damit ihr eventuelle Ports oder der weiteren öffnen könnt. Zum Schluss gibt es dann nochmal die normale V- oder Root-Server-Variante. Wer Linux benutzt, ist mit der Installation auch nicht sehr überfordert. Zwar muss alles per Hand eingegeben werden, aber die User, die eh einen Root-Server besitzen, wissen sowieso, was sie zu tun haben, wenn sie das eben genannte verstanden haben. Wenn du weißt, wie Bungee Cord arbeitet, musst du nicht mehr wissen, wie es zu bedienen ist. Egal, was du für einen Server also hast. Wenn ihr ein wenig nachdenkt, dann bekommt ihr es auf jeden Fall hin. Zur Schaustellung werde ich jetzt noch einmal auf meinem Home-Server die Bungee Cord-Installation durchführen und erwähne dann noch einmal wichtige Punkte, die für alle User wichtig sind, egal ob Root, V-Game oder was ihr sonst noch habt. Denn die Config sieht immer gleich aus und das, was ihr machen müsst, ist auch immer gleich. Tut mir leid, wenn ich mich heute des Öfteren ein wenig wiederhole, das hat dann vielleicht den einen oder anderen Lerneffekt bei euch, um es dann noch besser zu verstehen. Gut. Kommen wir jetzt zur Installation. Zunächst haben wir das Prinzip, gezeigt auf meinem Home-Server.
Wir verbinden zwei Server miteinander. Dazu habe ich drei Ordner erstellt. Der dritte ist für Bungee Cord. In der Beschreibung stehen nochmal die Links zu diesen Ordnern, falls ihr es genauso machen wollt, wie ich es gleich tue. Wir starten erst einmal alle JAR-Dateien in den Ordnern. Ich habe den einen Server Server 1 genannt und den anderen Server 2. Sobald alle Server einmal geladen sind, bereiten wir die beiden Server darauf vor, dass sie gleich mit Bungee Cord verbunden werden. Dazu finden wir in der Config von Bungee Cord die nötigen Optionen. Was hier wichtig ist, ist einmal der Fallback-Server Lobby und der Host. Diese IP, die hier steht, ist später die IP, über die auch die User auf den Server kommen. Da tragt ihr dann eure Server-IP an, bzw. eure Hamachi-IP oder was ihr sonst noch so verwendet. Hier müsst ihr dann auch auf den Port achten, denn wie gesagt, kein Port darf zweimal laufen. Der Fallback-Server ist später der Server, wo ihr eure Lobby habt. In meinem Falle wäre das dann später der Server 1. Weiter unten finden wir einen Punkt, der Force Default-Server heißt. Wenn ein Spieler den Server verlässt und dann wieder drauf joint, dann könnt ihr mit einem True dafür sorgen, dass der Spieler jedes Mal in der Lobby wieder joint. In dem Falle wäre es der Fallback-Server Lobby. Wenn ihr es nicht wollt, dann lasst ihr es so. Dann startet der Spieler beim Neujoin wieder da, wo er zuletzt war. Darunter finden wir die Serververbindungen. Lobby ist später der Ingame-Name für diesen Server. Darunter schreibt ihr dann die IP von dem Server, der verbunden werden soll. Da bei mir alles Localhost ist, muss ich zusätzlich mit verschiedenen Ports arbeiten. Bungee Cord hat die 25577. Daher nehme ich mal für den Server 1, die Lobby, den Port 25565. Und jeden weiteren Server könnt ihr mit diesem Schema darunter einfügen. Meinen Server 2 nenne ich mal Games und bekommt den Port 25566. Darunter finden wir dann noch einmal die Optionen für den Offline-Mode für Crack-User. Nun müssen wir jetzt noch einmal in den Ordner von den beiden Servern. Dort gehen wir zunächst in die Properties und geben den richtigen Port an. Schreiben den Online-Mode dort auf False. Das hat aber nichts mit den Crack-Usern zu tun, wie gerade in der Bungee-Cord-Config. Für den Fall, dass ein Spieler nicht über den Bungee-Cord-Server auf den Server kommt, sondern durch beispielsweise meinen Server 2, weil er den Port kennt, müssen wir diesen Online-Mode noch auf False setzen. Dazu gibt es dann später noch ein Plugin, das Only Proxy Join heißt. Das verhindert dann, dass die Spieler über andere Wege auf den Server kommen als die Haupt-IP, ne, die von Bungee Cord. Danach geht ihr noch einmal in die Bucket YML. Dort müssen wir den Connection Swaddle auf -1 setzen. Das ist ganz wichtig, ansonsten wird Bungee Cord nicht richtig arbeiten können. Das gleiche machen wir jetzt noch einmal beim Server 2. Rein in die Properties, Port und Online-Mode ändern, rein in die Bucket YML und den Connection Swaddle ändern auf -1. Nun ist alles fertig. Starte zunächst die Server und zum Schluss den Bungee Cord Server. Dann sollte auch schon alles gehen. Geht über die Bungee Cord IP auf den Server, ihr landet dann auf den Lobby Server, also mein Server 1. Und um nun auf den Server 2 zu kommen, schreibt ihr in den Chat /Server und dann den Namen des Servers, in meinem Falle Games. Alle weiteren Informationen stehen in der Beschreibung. Bei weiteren Fragen schreibt mir eine PN oder einen Kommentar. Und wenn es das mal wieder gewesen ist, würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.